Hallo meine Lieben, ich bin jetzt gleich auf dem Weg zur chinesischen Schule und danach gehe ich noch zu meinem Papa ins neue Restaurant und deswegen dachte ich mir einfach mal, mache ich ein Outfit of the Day für euch, weil ich auch so lange kein Outfit of the Day mehr gemacht habe und ja, wir fangen dann einfach mal an. Also heute trage ich eine Bluse von Zara und zwar eine rote, die hat 25 Euro gekostet. Und ich hatte heute einfach Lust auf die Farbe Rot, deswegen habe ich mir die heute angezogen, weil ich auch finde, dass sie so frisch aussieht und auch so knallt. Und deswegen, ja, habe ich die einfach mal angezogen. Und dazu habe ich dann auch den passenden Rock von Zara geholt und die dann heute dazu kombiniert. Und zwar hat die so rote, blaue und auch gelbe Blümchen, was ich total auch gut zum Oberteil passend fand und deswegen habe ich die dazu kombiniert. Und ich finde, auch im Herbst kann man mal ruhig einen Rock anziehen, weil es total niedlich aussieht. Und ja, weil es halt kalt ist, habe ich mir noch eine Strumpfhose angezogen, weil sonst würde ich draußen echt erfrieren. Und ja, dann habe ich noch meine Stiefeletten vom letzten Jahr angezogen, die so einen Keilabsatz haben und einfach schwarz sind. Und, das war eigentlich auch schon mein Outfit. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Accessoires, die ich dazu angezogen habe. Und zwar habe ich einfach nur meine Uhr hier angezogen, die ich halt immer anhabe. Mein Ring, den ich auch immer anhabe, weil das halt so Geschenke von meinen Eltern sind. Und dazu habe ich dann einfach eine Kette noch an, eine ganz normale, stinknormale Kette. Und dann noch Ohrringe, die ich letztens im Sale bei IM gekauft habe und zwar nur für 2 Euro und ich liebe IM, wenn die da irgendwie reduzierte Sachen haben und ja, das war eigentlich so mein Outfit. Ich weiß, es ist nicht so besonders, aber ich fand es total süß und deswegen habe ich die heute mal angezogen, weil ich heute einfach mal Lust habe, süß zu sein. Auf jeden Fall, ja, egal. Das war mein Outfit of the Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr gerne im Winter trägt. Wie zum Beispiel einen großen Pulli, Oversize-Pulli oder ein Rock oder Leggings oder was auch immer. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Euer perfektes Outfit für den Winter. Wir sehen uns einfach das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.